Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Das dürfte richtig hochklassig werden. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Gut gesehen, das war abseits. Wie ist dein Eindruck von der Heimmannschaft, Buschi? Sie haben noch genug Möglichkeiten, sich zu steigern, aber trotzdem, als Titelkandidat sollte da auch in dieser Frühphase der Saison schon etwas mehr kommen. Sie müssen sich jetzt unbedingt zusammenreißen. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an, druckvoll, ohne Ende, perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt der Ballverlust. Kann er was draus machen? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Guter Vorstoß da jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Hier nochmal der Treffer von eben. Ecke in die Mitte. Da können sie erstmal klären. Der Ball ist raus aus der Gefahrenzone. Zumindest vorerst. Klasse Pass. Macht er gut. Was macht er draus? Erstmal geklärt. Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gute Aktion. Und die Flanke. Das ist doch gefährlich. Ja, Einwurf. Da blieb kaum eine andere Möglichkeit. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Er zieht ab. Was für ein Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus. Aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber, keine Frage. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor, klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. 2-0 steht's hier, sie machen einen guten Eindruck. Guter Vorstoß, kann was werden. Sie verlieren den Ball. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Guter Pass. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Spielt rüber zur anderen Seite. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Tolles Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Nee, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Das wird Abschluss geben jetzt.
Nimmt erstmal ein wenig das Tempo raus. Gut durchgesetzt. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da hat er kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Na, da müssen sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und das ist natürlich weit am Tor vorbei. Ja, das ist harmlos. Können wir nicht anders sagen. Ostorev. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Ballverlust. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Sebastian Szymanski. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt es noch extra. Viel mit Auge. Gefährlich. Sie haben den Ball. Rückpass zum Torwart. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Sauber vom Ball getrennt hier. Yilmaz. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Er wird also in Zukunft für den VfL Wolfsburg auflaufen. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Sie kommen jetzt über außen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. So, was machen Sie draus? Ja, könnte was werden. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da verlieren Sie den Ball. Klasse Pass! Er hat den Ball. Gutes Tackling. Klasse Aktion, Ball ist weg. Was macht er draus? Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Das wird nochmal Einwurf geben. Sebastian Szymanski. Jetzt haben Sie den Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und jetzt die Chance. Jetzt hätten sie fast noch einen draufgesetzt.
Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Und klasse durch. Jetzt ist er durch. Der ist nicht drin, Buschi, nicht drin. Also ich glaube, das versteht er selbst nicht. Der war sich zu sicher. Da fehlt die Konzentration. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Geht da voll in diesen Zweikampf. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ah, da wäre jetzt Platz. Ist es das? Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Schauen wir an die Seitenlinie, Buschi. Wir bekommen jetzt also den Wechsel. Warten wir mal ab, ob dieser Wechsel dann auch den gewünschten Erfolg haben wird. Jetzt der Ballverlust. Das macht er gut. Da zieht er ab. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen. Und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut. Ah, da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Sie machen das Tor. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf. Und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Jetzt vielleicht die Flanke. Und die Flanke hat er. Es gibt Einwurf. Unser Blick an die Seitenlinie. Wir bekommen jetzt den Wechsel. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Wird das was? Und die Situation geklärt. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Und da ist der Ball wieder weg. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Kann er was draus machen? Gute Aktion. Da ist die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Entscheidung liegt hier in der Luft bei dieser späten Ecke. Kurze Ecke. Da ist die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Und damit ist das Spiel vorbei. Ergebnis stimmt. Auch wenn sie es vielleicht ein bisschen spannender gemacht haben als unbedingt. Regarding the match.